Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. 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 Praktisch habe ich mir vielleicht ein paar Jahre Gefängnis durch Sport mit den stur sein, nicht, aber gesundheitlich haben sie mich so zugerichtet, dass sie heute noch, sagen wir, haben sie die ganzen Fiester geschlagen mit den Gewehren, nicht, und noch nie. Die 3 Jahre im Gefängnis habe ich keine Hilfe gehabt. Dann habe ich durch Blutung sterben gekriegt und bin ja außer, bin gekommen. Dann haben sie mir in Innsbruck draußen gesagt, haben sie mir schon gerade wegen Fuß annehmen. Und haben sie noch recht nicht. Und dann hat eben der berühmte Professor Flor gesagt, ja, probieren wir es halt. Jetzt haben ja die Plastikvenen drin, von irgendwas und bei den Füßen nicht. Die haben keine eigenen Venen mehr. Und bei mir ist jetzt leider Pflichtübung, Bewegung, gehen, gehen, gehen. Und halt schauen, dass wir die Achsen da halt nicht. Das ist, sagen wir, sind die Folgen noch gewesen. Nicht? Ich bin ja noch 2-3 Monate in Innsbruck auf der Universitätsklinik. Haben sie mir noch halt alles operiert. Nicht? Und vier haben sie mir da gerettet. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Sepp Innerhofer, Goldenbauer aus Schenna und Bassmitglied. Teil 4 seiner Lebenserinnerungen. Kapitel 1, die Verhaftung. Am 11. Juli 1961 wird in Laas der Kopf der Finchker Basszelle Franz Mutter verhaftet. Danach rollt die Verhaftungswelle wie eine Lawine vom Finchgau der Etsch entlang durch das Land. Schon bald fliegt die Meraner Bassgruppe auf. Dann geht es weiter nach Bozen und ins Unterland. Allein zwischen dem 11. und dem 20. Juli 1961 werden über 60 Südtiroler Bassmitglieder verhaftet. Die Untergrundbewegung zerfällt innerhalb weniger Tage. Ja, die Verhaftung, ich habe natürlich genau gehört, dass der Mutter Franz verhaftet worden ist und dass sie dann natürlich nicht mit Gliseehandschuhen gepackt haben, selber von vorne hineingeloren, weil es gleich auch geheißen, da haben sie so eine Anti-Mafia-Truppe von unten nachgeholt, die freie Hand gehabt, mit denen zu umzugehen, wie sie gewählt haben. Nicht? Und so hat es auch noch herausgestellt. Ich hatte noch Zeit gehabt zu flüchten. Ich weiß gut, ich habe den Karli umgerufen, der Karli drei ist abgehauen, drei ist schnallzähnig gefahren, drin über den Berg und raus. Und die haben halt gedacht, ja, ich bin da mit der Familie, für Kinder und alles da. Und so arg wird es nicht werden. Nicht? Und bin halt nicht gegangen und war ziemlich bald drauf, haben sie halt noch mehr verhaftet. Nicht? Und wir haben sie natürlich noch schon, zuerst haben sie die Mutter verhaftet, dann haben sie den Kerschbaumer und dann den Bürgerjäger verhaftet. Der hat der Mutter Franz vor lauter Misshandlungen noch umgeben. Nicht? Mir hat er nicht umgeben gehabt, mir hat noch den Kerschbaumer umgeben nicht? Und der Bürger. Und dann sind sie uns mich und wir haben sie noch auch gegenübergestellt. Und die haben natürlich noch geschwind zusammen ein bisschen in Sturm gespielt. Die haben gesagt, ich kenne niemanden. Nicht? Und das haben sie natürlich noch nicht zur Kenntnis genommen, die Polizei. Nicht? Und dann haben sie mich halt. Ich bin ja auch noch in den längsten von allen. Ich bin 6 volle Tage in die Fittiche der Polizei gewesen. Noch, nicht? Von Montag bis zum Samstag. Samstag bin ich im Gefängnis eingeliefert worden. Und da haben sie mich noch immer geracht, nicht? Von Meran und Untermass haben sie mich nach Lahnen an und von Lahnen nach Epanoi. Jeden Tag wieder eine Nacht. In Epanoi und eine Nacht. Halt erschlagen und das Ding nicht. Und mit den Zigaretten ausgedruckt auf den Unterleib. Und von Eppern haben sie mir noch nach Bozen rein. Und die hat allem noch gemeint mit den Sturm, nicht geht's. Und Bozen auch nicht. Dann haben sie wieder mal ran. Und dann haben sie zu einem schönen Protokoll gemacht. Aber ich habe ja, Gott sei Dank, ein sehr kleines Protokoll mit keinen Namen drin von Kollegen und Freunden. Kapitel 2, die Misshandlungen.
Ja, der war noch einfach, die haben freie Hand gehabt und sie haben gesagt, Carta Bianca, nicht? Sie sind auch zur Terrorbekämpfung, nicht? Und die haben, das ist eine Truppe gewesen, wo sie unten bei der Mafia gehabt haben, und die ist einfach ohne Rücksicht auf Verluste losgedroschen, nicht? Und die haben keine Dinge gekannt. War es auch gut mit dem Trinken. Im dritten oder vierten Tag hat es mich bald gehabt, weil man denkt, wenn ich nicht mehr zu trinken kriege, ich packe es nicht mehr. Nicht. Dann habe ich mich lassen aufs Klo ausführen und dann die Spülung gezogen und dann von der Kloschüssel auf Wasser getrunken. Dann habe ich es wieder gehabt. Einen Tag nicht. Man macht halt nach. Man geht bis zum Äußersten, nicht, dann, dass er einen Durst erstellt. Da haben wir untersucht, haben wir es gesagt, beim Castellano war es jetzt, haben wir 3 Tage Einzelhaft gekriegt, weil ich zu ihm gesagt habe, wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken, wir haben leider Schläge gekriegt und so weiter. Dann ist er so verflucht geworden und hat auf der so ein kleiner Tisch gewesen, hat mit der Faust auf den Tisch hineingeschlagen und da ist ein Glasblatt drauf, ein Glasblatt in lauter Brocken gegangen. Nicht? Und dann hat er gesagt, der kommt jetzt in Einzelhaft. Wasser und Brot haben alle 3 Tage gewesen, nicht? Weil er so viel Wild gebracht ist, nicht, weil ich eben das alles abgelehnt habe, nicht, was ich mir vorgeworfen habe. Mit Franz Höfler und Anton Gostner sterben gleich 2 Südtiroler Häftlinge an den Folgen der Misshandlungen. Ja, und dort von Höfler habe ich sowieso miterlebt, weil er neben mir gelegen ist, in der Branden, neben mir geschlafen hat. Wir haben alle nebeneinander in einer Sechserzelle, da sind ein paar Finchker gewesen und ein paar von Lahnen und ich, da sind wir nebeneinander gelegen. Er ist noch schon in der Sanitätsstation gebracht worden, nicht? Aber halt, man sieht noch, dass es dahin gegangen ist. Es ist schon knapp gewesen für 24 Jahre und stark und hat allem Liebe geschnallt, allem Kraft drin in der Zelle, nicht so laut, dass er die Kraft nicht auch gewiss wie auslassen. Und so ist er ja nicht, dann haben sie halt auch zugerichtet. Das ist auch ein bisschen ein sturer Ding gewesen, hat er mir allem erzählt. Ja. Da habe ich gesagt. Und das ist natürlich. Ja. Die haben schon gewusst, natürlich bin ich nicht, dass wir leider stur sind, dass wir nichts zugeben, nicht, wenn wir es einfach so. Ich bin nicht bei unten Kerschbaumer gegenübergestellt worden, hat er gesagt, ihr seid mal schlau reden, jetzt ist es fertig, nicht? Und dann habe ich gesagt, ich kenne die gar nicht. Natürlich haben die Polizei noch gewusst, dass da etwas faul ist, nicht? Aber ich bin in sehr viele Gefängnisse, weil ich ein paar Mal auch nicht Ruhe geben kann und so. Nicht. Und wegen, dann haben sie mich mal nach Trento und nach Trento haben sie mich mal nach Verona. Nach Verona haben sie mich nach Bologna. Bologna haben sie mich noch wieder rauer und dann haben sie unsere ganze Gruppe haben sie noch nach Parma und halt 6 Gefängnisse im Ganzen durch. Schmeckt nicht, wie es ausschaut, jedenfalls. Ich weiß selber nicht, wieso sie mich da überall umeinander geliefert haben, jedenfalls. Kapitel 3: Im Stich gelassen. Der Bischof und die Partei, die haben natürlich beide Schweigepflicht gehabt, die haben ja nicht kennen dürfen, wegen unserer Anschläge. Die haben ja unsere Anschläge nicht kennen, deswegen, ich verteidige nicht den Bischof, der auch als Walscher Seppel gewesen war. Aber es ist so, dass das ganz eine klare Sache ist, dass ein Parteiobmann, ein Jäger oder ein Bischof Gargitter nicht haben gekannt, sagen, das habe ich gut gemacht. Nicht. Das habe ich allem schon gesagt, auch zu meinen Kollegen in Knast drin, und die haben gesagt, schau's,
Man darf nicht Sachen verlangen von Leuten, die was sie nicht dürfen, nicht so rein parteipolitisch oder rein kirchlich gesehen, nicht dürfen gut heißen, nicht, weil wir haben Sachen gemacht, die was verboten gewesen sind, das ist schon mal klar. Nicht. Das ist von manchen von uns viel zu viel aufgespielt geworden, ist, dass die Partei uns verdammt hat. Dreben hat schon einmal geschrieben und so weiter. Nicht, dass die in Herz Jesus Sonntag, es ist halt eine der schwersten Beleidigungen von Herz Jesus und Südtirol da und so weiter. Nicht, ja gut, ob wir das in Herz Jesus Sonntag oder im Finst Sonntag gemacht haben, ist allem wurscht. Nicht. Jedenfalls einmal haben wir es durchgezogen, das auch mit den Anschlägen. Aber dass die Partei und die Kirche ins nicht hat gekannt sagen, es hab's gut gemacht, das muss man einfach einmal verstehen, dass sie das nicht oben gekannt sagen, weil sie hatten sie den nächsten Tag die Partei aufgelöst. Und die Kirche, das hat auch sowieso, das sich nicht leisten gekannt und sagen, es hab's gut gemacht, weil das sind Aktionen gewesen, die was nicht erlaubt sein gewesen. Nicht? Wir sind einfach gesetzeswidrige Aktionen haben wir gemacht, nicht? Um das zu erreichen. Die haben mir gesagt, es habe sie allein Verhandlungen gemacht. Ja, Verhandeln hat nichts getragen. Deswegen haben wir eben noch die Gewalttaten umgewendet. Nicht? Aber dass sie die gutheißen, die Parteien, das habe ich nie verstanden, wieso manche das haben erhofft von der Partei. Natürlich ist gewesen, dass der Bischof nicht zu Ninz gegangen ist und das, was wir in Schwerverriebelung gehabt haben, um Weihnachten 61, dass nach der Vorherin gegangen ist statt ihm, der hat den Schneid gehabt nicht, und so weiter. Aber es hat natürlich Dinge auch gegeben, die was zu denken gegeben haben. Die Wiedergutmachung, dass die Selle erst sehr spät gekommen ist, erst wenn die Partei noch gesehen hat, dass es eventuell, wenn man so sagen darf, Früchte getragen hat, unser Druck. Nach hat man bei den Landesversammlungen gesagt, wir haben es den Herrschaften zum Teil zu verdanken, dass wir heute die Autonomie haben. Nicht? Das ist natürlich auch noch die Folge. Nicht am Anfang haben sie das nicht gesagt. Nicht? Ich glaube, will ich nicht sagen, der Dietl Hans hat den Brief vorgelesen für die Misshandlungen, hat durch den erreicht, dass ein Trientner-Prozess zustande gekommen ist. In seinem nicht leimiert erreicht, in seinem haben sie schon erreicht, weil sie auf politischer Ebene sind vorgegangen. Nicht? Die haben ja politisch sein können. Sie lernen ja auch fragen, die haben schon politisch in Rom und beim Innenminister selber haben die untergelegt, dass da ein gegen die Polizeikräfte, gegen die vorgegangen wird. Nicht? Und mit den Zellunleib wahrscheinlich, mit den Anwälten hätte es nicht gereicht, wenn nicht die Partei und die Politiker sich da eingesetzt hätten. Nicht? Jedenfalls hat der Dietl Hans offiziell den Brief verlesen, der was noch von der Rechten mit Pfeifkonzert aufgenommen worden ist. Und die anderen haben gesagt, ja, da muss etwas gemacht werden. Kapitel 4 – Der Carabinieri-Prozess in Trient. Im August 1963 kommt es in Trient zum Prozess gegen 21 Carabinieri. Es wird ein Schauprozess und eine Demütigung für die misshandelten Südtiroler. Denn der Prozess endet mit Freispruch oder Amnestie für alle Angeklagten. Da war ich auf dem Gefängnis auch zu Bürzen einen Beweis gehabt, der selber gesehen hat, dass ich da die Brennflecke drauf gehabt habe, auch für die ausgedruckten Zigaretten. Nicht? Und deswegen habe ich mich noch auch durchgesetzt, gegen den Willen von meine Anwälte oder meine Familienangehörigen, gegen den Willen, dass ich zum Trientner Prozess komme. Ich habe, und das möchte ich auch feststellen, weil das in die jüngsten geschriebenen Büchern in der Schau aufscheint, die haben den ersten Brief ausgeschmuggelt mit den Misshandlungen an den Dr. Maniago.
wo ich meine Misshandlungen geschildert habe und gebeten habe, da Abhilfe zu schaffen oder zu protestieren. Und diesen Brief hat dann, und das ist alles genau festgehalten im Land unten, der Abgeordnete Hans Dietl vor dem Landtag verlesen, den Brief. Und aufgrund dieses Briefes ist dann die Sache nach Rom gegangen zum Innenminister und die sind nicht mehr drum herumgekommen, eben diesen berühmten Triendner Prozess aufzuziehen. Dieser Weg dann zum Triendner Prozess und da ist eben leider, muss ich sagen, da muss ich auch, muss man eigentlich mal die Wahrheit sagen, leider sein von den Anfang 20 Anzeigen, es sind über 20 Leute von uns bei den Polizeistationen schwerstens misshandelt worden. Die Leute haben Anzeigen geschrieben, haben das angezeigt, es ist weitergeleitet worden und wer ist übrig geblieben? Es sind unsere 5 oder 6 beim Triendner Prozess übrig geblieben und das war für uns dann eine sogenannte Niederlage, weil wenn wir in Trient zu 20 oder 22 hatten gekannt, da sitzen als Kläger, dann wäre der Triendner Prozess meiner Ansicht nach, wäre der Triendner Prozess 100% anders ausgegangen, wenn die ganzen Kläger da gesessen wären. Aber wir sind leider eine Handvoll übrig geblieben und dann hat es geheißen, ja, da wird schon nicht viel gewesen sein oder nicht viel dahinter gewesen sein. Die Schuld will ich da niemandem geben. Die Leute haben zum Teil selber die Misshandlungsanzeigen nicht mehr weiter forciert. Die Advokaten haben zum Teil abgeraten, die weiterzugeben. Die Familienangehörigen auch, jetzt geheißen, da kriegst du noch beim nächsten Prozess noch mehr auf den Deckel, wenn es die Polizei anzeigst und so weiter, da ist gedroht worden. Und somit haben halt viele das Handtuch geworfen und das ist eben schon, das ist wahr. Und die Niederlage, die muss man auch mal einbekennen. Man kann nicht über Misshandlungen und Dinge schreiben, jahrelang und Bücher schreiben, aber nicht hervorheben, dass man auch Fehler hat gemacht in der Hinsicht. Und das war ein Fehler, dass wir nicht gemeinsam alle unsere Anklage aufrechterhalten haben in Trient. Dann kam der schmählichste Urteil, das jeder erlebt hat. Ich muss ehrlich zugeben, im Mailänder Prozess, das hat mir lange nicht so viel Nerven gekostet, die 9 Monate, das wäre die 6 Wochen Triendner Prozess. Weil der Triendner Prozess, das war wirklich eine Sache, die man bis zutiefst verletzt hat. Wenn man vorbeigegangen ist, dann haben sie Angst gegeben. Die Richter sind oben gesessen, die haben die Polizei, die ist da gesessen, neben uns nicht. Und bei mir in Ketten, wir 6, haben sie uns in die Ketten vorbeigeführt, dann haben sie pfui und da oben hergespielt. Sind sie nicht und so weiter. Die Sachen, die haben man zutiefst verletzt und danach sind sie ausgezeichnet worden, die ganzen Polizeiorgane, die uns misshandelt haben. Das steht ja alles geschrieben, das brauche ich. Das ist nicht Neues, was ich Ihnen noch erzähle. Kapitel 5: Mailänder Prozess. Ja, ich ein ziemlich als fairen Ding, man hat gekannt, jeder hat gekannt seine Dinge sagen, wie es gewesen ist. Und ich weiß auch gut, der Kerschbaumer, der ist unerkannt worden als Perfekter, wie man so sagt, Perfekter, Angeklagter, der wirklich sagen wir, aus der Seele aus, als gesagt hat, wie bumm das passiert ist und wieso und halt so weiter und alles nicht. Und der Prozess war fair, es war zwar die Anklage war bei uns total überheblich. Nicht? Sind wir einmal in 241 Röben gehabt, da ist auf lebenslänglich gegangen. Nicht? Jetzt haben sie mir zwei, drei Advokaten umstellen, die sie ja Vermögen gekostet haben, die den 41er zu Fall gebracht haben, nicht? Gott sei Dank. Weil sein war es vor 15 Jahren aufwärts gegangen und so ist halt von 1 bis 15 gegangen, nicht? Durch den es noch der Artikel weggefallen ist. Nicht? Deswegen. Man als fair nicht, wenn man auch hat Fälle gekannt, ja, sagen wir, ein Mandelfritz und so weiter, der 6,5 Jahre gesessen, 6 Jahre gesessen ist nicht, und praktisch auch nicht schuldig gewesen ist, oder ein
Bichler Paul, nicht da von mir, der Kollege in Schenne, der praktisch als einziger total freigesprochen worden ist, noch, nicht? Als einziger für die ganzen Angeklagten, weil er eben nichts zu tun gehabt, nicht? Er ist wohl ein super freiheitsdenkender Mensch gewesen, aber er hat mit den Anschlägen wirklich nichts zu tun gehabt, das hat er nie gewusst, weil wir ja nebeneinander da sein, nicht? Und er ist auch 3 Jahre gesessen, aber sonst nicht. Ich bin 3 Jahre. Die 3 Jahre, bis der Prozess ist aus gewesen und noch ein Prozess umgegangen. Der Gerichtspräsident hat gesagt, er weiß genau halt bei der Urteilsring, dass ich auch einer von den Ding gewesen bin da, für die Führungsding da, nicht? Aber hat er gesagt, laut Protokoll ist halt nicht mehr drin, nicht? Das wird 3 Jahre. Nicht. Ja, im Mailänder Prozess habe ich eigentlich verhältnismäßig ruhig erlebt, weil ich schon auch gekauft habe, aufgrund von dem Protokoll, was ich habe. Ich bin 3 Jahre zusammen schon geguckt, nicht? Deswegen mehr als 3 Jahre und ich habe es gekauft. Das ist zwar noch alles zusammen noch einmal bei mir danach noch schief gegangen, weil der Staatsanwalt hat Berufung eingelegt gegen das milde Urteil, auch bei mir. Und ich noch bei der zweiten Verhandlung habe ich noch 7,5 Jahre gekriegt. Nicht? Und dann haben wir schon das Kufel gepackt gehabt. Da haben wir gesagt, weil in den gehe ich nicht mehr noch einmal hin. Nicht? Nach Und die Anwälte gesagt, ja, man muss auch blindern, nicht? Man ist politischer Häftling, aus über der Grenze, nicht? Und die war zu ihm auch gegangen, nicht? Weil sie Leute immer nicht mehr noch einmal im Gefängnis sind, nicht? Und dann ist den letzten Tag oder 2 Tage vor der Termin ist gewesen, wo wir hatten wieder müssen zurück ins Gefängnis, ist noch die Amnestie gekommen von unserer Bauer da, live in 5 oder 6 da bin ich inzwischen gewesen, die sie haben nur mal eingetrieben, weil es immer nicht zu wenig gewesen ist, nicht? Die 3 Jahre. Ja, Fehler, ich meine, Fehler, wir haben das natürlich müssen ein bisschen die ganze Sache abwälzen auf den Autonomiegedanken, nicht? Was ja der Grundgedanke war, weil sagen wir es ist sicher, dass der Kerschbaumer und wir alle mal zuerst noch in den Sinn gehabt, nicht? Selbstbestimmung, nicht? Es ist klar, nicht, dass wir für selbst gekämpft haben, aber im untergeordneterweise haben wir allen gesagt, erstens einmal müssen wir mal viel verlangen, damit wir überhaupt etwas kriegen, weil alles kriegen wir nie. Nicht? Das ist der realistische Gedanke gewesen, auch auf den Kerschbaumer. Nicht? Deswegen im Unterbewusstsein haben wir schon auch gewusst, was los ist. Nicht? Dass wahrscheinlich eine Grenzveränderung gar nicht in Frage kommt. Nicht? Wie es einmal ausgeschaut hat, ist ja nirgends Ding gewesen. Noch sind die Spannungen gewesen zwischen der NATO und Russland und so weiter. Und dass man da hat nach Italien vor den Kopf gestoßen, das ist ja, das hat wie ein Witz geklungen manchmal, nicht? Aber natürlich, vielleicht gehabt haben, muss ich zugeben, das haben wir es nicht. Selbstbestimmung haben wir angepeilt nicht. Es ist nach die ganze Verteidigung ausgerichtet worden auf das Autonomiestatut. Das, was uns im Pariser Vertrag mit Rechten zugestanden worden ist, auf das haben wir gepocht, nicht? Und indirekt haben wir es ja auch nicht, aber im Moment vorgehabt hatten wir schon was anderes nicht. Kapitel 6 – Das Ergebnis. Ja, Sell hat sich. Nein, Sell ist sicher, da braucht man nicht überheblich sein. Wir dürfen nicht sagen, dass wir das allein erwartet haben. Nicht? Die ganze Sache, Sell haben uns schon verschiedene andere in den Mund gelegt, dass wir nicht dürfen sagen, wir seien die allein, die das erwartet haben durch die Anschläge. Nicht? Aber durch die
Feuernacht, sage ich alle mal nicht, durch die Internationalisierung und dadurch, dass Amerika noch aufs Tapet gekommen ist und Amerika mit einem Dokument, das sie nicht ausgegeben haben, aber sie haben behauptet, das sei, liegt irgendwo, dass sie die italienische Regierung aufgefordert haben, da endlich einen reinen Tisch zu schaffen mit Österreich. Nicht? Wenn wir die Amerikaner einen Druck drauf geben, dann ist halt eben dahinter meistens nicht nachher. Kriechen doch da ihre zu kreizen, nicht? Aber sonst sagen wir, allein, ich sage auch, der Ausleser ist die Feiernacht gewesen, nicht? Der Ausleser, damit es wirklich einmal noch hat geheißen, jetzt müssen wir etwas tun, nicht? Weil die amerikanische Zeitung oder englische oder französisch gelesen, wo es geheißen hat, die NATO kann es sich nicht leisten, mitten in Europa so einen Brandherd zu haben, nicht? Das ist schon der Brandherd mitten in Europa gewesen. Kann es sich nicht leisten. Nicht? Deshalb müssen Österreich und Italien schauen, das auch in Ordnung zu bringen. Na, das hat sich sicher ausgezahlt. Mal ich sage halt heute die Jugendlichen, die Gelegenheit haben zu reden, sage ich alle, weil wenn es heute Arbeit habt, eine deutsche Schule, eine gute Ausbildung, eine Wohnung habt, sein eigenes Land und Arbeit. Und ich sage, wir sind die Einzigen, die keine Arbeitslosen haben, da bin ich. Und ich sage, besser kann es nie gehen. Und ich sage, wenn man das erwartet hat für unsere Nachkommen, dann muss es einmal an der Garten gehen. Da müssen die Leute einmal zufrieden sein, weil alles kann man nie haben. Nicht? Wenn wir gern bei Österreich waren, jetzt einmal haben sie da ein Ding ausgegeben, jetzt sind leider 36%, die nach Österreich zurück, das ist traurig genug, nicht? Aber die Sache logisch halt so, nicht? Wenn man vor den Jugendlichen erzählt, ihnen die Geschichte, dann sagen sie, ja, ins geht's ja so gut, wegen Brumm, ob sie damals noch Bomben geworfen, ja, dann sage ich mir, ist mir jetzt eigentlich auf damals hin, nicht? Wenn unsere Kinder da sein gewesen und dann hast du mir denken, jetzt muss ich, ich habe vier Buben da gehabt, jetzt muss ich die alle ins Ausland schicken, damit sie eine Arbeit haben, nicht? Heute haben sie alle da eine Arbeit, nicht? Und das ist schon der Unterschied. Damals in den 50er Jahren, wenn wir angefangen haben, da hat es keine gescheite Ausbildung gegeben, keine Wohnbaumöglichkeit gegeben. Ich habe geheiratet, 53, dann musste ich hier inziehen, mit 6 Geschwistern, die Frau, die Basel und die Eltern. Nicht? Wir sind 13 Leute da gewesen, hat meine Frau mit den Kindern auszuziehen, nicht? Weil wir keine Möglichkeit haben, einen geförderten Wohnbau zu kriegen oder eine Wohnung irgendwo zu kriegen. Nicht? Das sind damals die Zustände gewesen. Wenn sie in Bozen und oben für 30.000, 40.000 Italiener und künstlich die Wohnungen gebaut und ins links liegen gehabt. Nicht? Das sind die Sachen, die muss man beim Bord nehmen. Nicht? Beim Bord nennen, das ist... Das sind die Ursachen gewesen, die wahren Ursachen. Nicht weil wir leihwegen zu Österreich zurück und so weiter. Nicht. Das in Österreich war es uns wahrscheinlich ziemlich besser gegangen. Ja, ich hätte die Ehrung sollen, das Verdienstkreuz vom Land Tirol kriegen sollen und ich habe versucht, dass das meine Frau kriegt. Die war bei diesem sogenannten Freiheitskampf ebenso beteiligt und wir beteiligt mit ihren ganzen Sorgen um die Kinder, um die Familie, um den Betrieb und um alles. Und um uns noch im Gefängnis drin haben sie müssen schauen, damit wir halbwegs durchkommen. Und die ist im letzten August eben in Innsbruck, hat sie das Verdienstkreuz des Landes Tirol gekriegt und da sind wir sehr stolz drauf, dass das eine Frau auch einmal drum genommen wird, die sonst allem im Hintergrund sein, die sich nie nach vorne machen. Und die hat das gekriegt und ist mit überall in unserer Gemeinde da und auch in Innsbruck draußen damals wohlwollend und mit sehr viel Beifall aufgenommen worden. Das ist auch eine Frau einmal zu diesem Ehrenkind. Das waren die Erinnerungen von Sepp Innerhofer, Bassmitglied aus Schenna. Nächste Woche geht es weiter mit dem Bombenjahr. Seit über 10 Jahren steht Salto für unabhängigen und kritischen Journalismus. Hol dir jetzt ein Abo
und unterstütze so Pluralismus und Meinungsvielfalt in Südtirol. Bombenjahre. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Salto. 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 Salto.